So, herzlich willkommen bei What the Food. Herzlich willkommen bei What the Food. Wir machen heute Kässpätzle mit Chili-Bär-Käse, geschmelzten Zwiebeln und zwar richtig vielen und einen kleinen Gurkensalat. Und dafür brauchen wir 150 Gramm Mehl, 4 Eier, 150 Gramm Chili-Bär-Käse, ungefähr 1,5 Kilo geschnittene Zwiebeln, eine Gurke, ein bisschen Schnittlauch und einen ganzen Block Butter. Und das Ganze geht eigentlich ruckzuck. Und wir fangen als erstes an mit den Zwiebeln, weil die brauchen am längsten. Und die packen wir in einem Topf mit ordentlich Butter. Und da fangen die an, erstmal ein bisschen vor sich hin zu schmelzen. So, die Zwiebeln, die haben wir ja schon ein bisschen vorgeschnitten gehabt, weil das natürlich ein bisschen Arbeit ist. Und jetzt packen wir den kompletten Block in den Topf. Lassen ihn schmelzen. Und dann ist es so, Butter hat ja noch anteilig Molke drin. Und diese Molke verbrennt oder kann verbrennen, wenn sie zu hoch erhitzt wird. Deswegen gehe ich immer hin und tue noch einen kleinen Schluck normales Fett dazu. Sonnenblumenöl oder Rapsöl, weil dadurch verbrennt die Butter nicht so schnell. Und es mag zwar jetzt viel sein, viel Butter, aber die Zwiebeln, die brauchen das. Sonst sind die Zwiebeln nicht für Kässpätzle geeignet. Man braucht richtig saftige Schmelzzwiebeln auf den richtig geilen Kässpätzle. Und deswegen erst die Butter ein bisschen schmelzen lassen. Und dann hergehen und ordentlich die Zwiebeln drauf. Das ist immer das Gleiche bei den Zwiebeln. Es wirkt relativ viel erst, aber wenn das alles mal anfängt zu schmelzen, dann ist es gar nicht mehr so viel. Dann bleibt am Ende noch gerade mal für 4-5 Portionen was übrig und ihr werdet euch wünschen, dass ihr mehr Zwiebeln geschnitten hättet. Das ist immer das Gleiche. Da gehen wir her und machen da einen schönen Esslöffel Salz drauf. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um unsere Spätzle, die wir machen. Dafür brauchen wir Handschuhe. Im Schwäbischen ist es ja normalerweise immer so, dass man den Teig schlagen muss, bis er Blase wirft von selber, gell? Und wir machen das aber ein bisschen anders hier bei What the Food. Wir machen es mit der Hand. Und mit der Hand, da braucht man nicht so viel Schlager. Und da ist auch wichtig, dass die Eier nicht ganz verquirlt werden. Das heißt, wir gehen her und schlagen die Eier einfach direkt rein ins Mehl und rühren das sanft durch. Umso mehr die Eier geschlagen werden, umso weniger Treibkraft haben sie danach. Deswegen umso weniger schlagen, umso mehr gehen sie nachher auf und werden luftiger und schöner. Wir machen hier so ein bisschen eine kleine Kuhle, so ein bisschen wie man das kennt vom Pizza backen. Und dann schlagen wir ein Ei, super, ohne Schale natürlich, nach dem anderen rein und reiben es quasi so unter den Teig. Und das mag jetzt erst ein bisschen komisch alles hier aussehen, aber ihr werdet, wenn ihr es ausprobiert, sehen, dass das einer der besten Spätzle sind überhaupt. Und dann geht man her und rührt es schön rein. Das Eigelb auch ein bisschen kaputt machen, aber nicht jetzt hergehen und das ganze Ei verschlagen. So, und dann ist es schon fertig. So sollte er aussehen. Man kann noch ein bisschen hergehen und gucken, dass auch keine Klümpchen oder so drin sind. Das war's schon. Man muss da nicht wie so ein Irrer, wie meine Oma früher, dran stehen und mit dem Holzlöffel sich da ein abkühlen, dass da irgendwelche Blasen reinkommen, sondern das ist schon völlig ausreichend. Und jede schwäbische Mutti, die wird mir jetzt anglotzen und wird sagen, Kerle, was machst du da? Aber ich sag Mutti, probier's einfach mal aus. Oder? ganz irritiert geguckt, weil ich jetzt Schwäbisch gesprochen habe. Schwäbisch gesprochen,
Ein bisschen Salz brauchen wir noch dafür. Salz macht das alles natürlich schmackhafter, aber übertreibt es nicht, weil ihr habt hier einen intensiven Käse. Ihr habt nachher die Schmelzis, die haben auch Bums. Und wenn zu viel Salz drin ist, dann ist zu viel Salz drin. Der Spätzleteig wird natürlich auch in Salzwasser gekocht. Und da nimmt er natürlich auch nochmal ein bisschen Geschmack auf. Also wie gesagt, übertreibt es nicht mit dem Salz im Teig. Dann gehen wir her, setzen einen großen Topf mit Wasser auf. Das ist ein bisschen zu überdimensioniert für so wenig Spätzle. Genau, den Topf voll machen mit Wasser. In der Zwischenzeit immer wieder mal ab und zu nach den Zwiebeln gucken. Die Zwiebeln auch rumrühren mal. Den Teig stelle ich jetzt mal kurz auf die Seite mit meinem Käse zusammen. Und dann kümmern wir uns ganz kurz um den Gurkensalat. Ich finde halt einfach, wenn man sowas Fettiges hat, dann braucht man immer was Kleines, Leichtes noch bei der Seite. Dann hat man so diesen Effekt, dass man gar nicht aufhören kann zu essen. Das kennt man von der Oma früher, die hat immer einen Salat gemacht und die hat auch bestimmt deftig gekocht. Und dann hat man immer wieder was zum Salat gegessen, dann konnte man nochmal nachschieben von dem Deftigen. Und so hat sich dann quasi das alles, das Bäuchlein gefüllt. Und wenn man nur die Kirschspätzle isst, dann ist man nach 3-4 Gabeln eigentlich platt, weil der Käse und die Spätzle, das stopft alles schon ordentlich. Deswegen nehmen wir eine Gurke und ein bisschen Schnittlauch. Ich mache das gerne so, dass ich die Gurke halbiere, der Länge nach. Nochmal der Länge nach halbiere, also Viertel. Und dann schneide ich das Kerngehäuse raus. Und das kriegt meistens meine Freundin, die steht da drauf. Oder wir packen das in einen Krug mit Wasser. Und das sind auch noch schön, eine Scheibe Ingwer dazu. Und dann haben wir ein schönes Gurkenwasser. Und weil wir ja ein bisschen Zeit haben, die Zwiebeln brauchen noch ein bisschen. Bevor die Zwiebeln nicht fertig sind, braucht man gar nicht drüber nachdenken, die Spätzle zu machen. Weil wenn die Spätzle im Wasser fertig sind, dann kommen sie direkt raus in die Schüssel mit dem Käse. Und dann muss alles andere schon fertig sein. So, und wie gesagt, wir machen das ein bisschen anders, wie man es sonst so kennt. Wir gehen jetzt nochmal her und halbieren nochmal die Gurke der Länge nach. Dazu kann man auch einfach einen Gemüsehobel nehmen und die noch einmal drüber ziehen. Genau, es kann aber auch ein bisschen rustikaler sein, man muss jetzt da auch nicht zu genau sein zu Hause. Dann gehe ich her und schneide die Gurken in solchen kleinen Stiftchen. Hat einfach ein anderes Schnittbild. Das sieht ganz schön aus. Dazu hole ich eine schöne Schüssel. Wenn ihr kein scharfes Messer habt, könnt ihr auch hergehen und die Nichtschalenseite nach oben tragen, erheben. Dann lässt es sich die Schale viel besser durchschneiden. Das geht auch bei der Paprika so oder bei der Tomate. Und wer kein scharfes Messer hat, der kann natürlich auch gerne mal unser Messerschärf-Video anschauen. Da gibt es nämlich auch einen Trick, wie man das Messer scharf kriegt, ohne dass man einen Wettstahl hat oder einen Stein. Wahrscheinlich schreiben einige noch in den Kommentaren, dass man das nicht darf, sowas. Aber das macht das Messer stumpf. Ja, das ist auch so, das macht das Messer stumpf, aber wenn man das Messer schärfen kann, dann kann man es auch stumpf machen. So sehe ich das. Viel schlimmer ist, wenn man ein Glasschneidebrett hat. Glasschneidebretter, die machen die Messer stumpf. Nehmen auch ein bisschen Salz. Jetzt schon drauf. Das Salz, das tut schon mal ein bisschen das Wasser aus der Gurke ziehen. Es bildet sich nachher auch ein schönes Gurkenwasser unten drin.
Und das Gurkenwasser, das kann man natürlich dann aufheben und für andere Sachen verwenden oder man lässt es einfach drin, wenn man kein Problem hat, dass das Dressing ein bisschen wässriger ist. Ich finde das eigentlich ganz nett, deswegen mich stört es nicht. Beim Schnittlauch die Enden weg. Und dann schneiden wir den Schnittlauch auch so fein als möglich. Wenn man kein Schnittlauch hat, kann man auch ein bisschen Dill nehmen oder ein bisschen Petersilie. Einfach ein bisschen was Grünes. Das mag die Gurke. Die Gurke steht auf Kräuter. Und die Zwiebeln, ja, die Zwiebeln, die ballern, gell? Die ballern richtig vom Zwiebelgeruch her da. Wenn man so viele Zwiebeln auf einmal macht, da kann man schon mal heulen. Der Gurkensalat ist halbwegs fertig, da warten wir noch kurz, um noch das Dressing fertig zu machen. Brauche ein bisschen Öl und ein bisschen Essig. Ich nehme da gerne einen hellen Essig und ich nehme heute einen ganz besonderen Essig. Und zwar habe ich so einen Leonardi-Essig. Das ist ein weißer Balsamico und da ist eine Vanillestange drin. Und der hat so ein leichtes Vanillearoma und das passt eigentlich ganz gut zur Gurke. Man muss sich bloß trauen. Machen wir nachher dran und dann können wir eigentlich jetzt schauen, dass das Wasser leicht anfängt zu kochen. Die Zwiebeln brauchen noch ein bisschen. So, wenn die Zwiebeln so eine leichte Bräune haben und sich am Bodensatz auch ein bisschen was Dunkles gebildet hat, gehen wir her. Pfanne ist heiß, ne? Topf ist heiß. Nehmen Cognac, Hennessy oder braunen Tequila, irgendeinen braunen Schnaps, Alkohol, wie auch immer. Und dann geht man ein bisschen auf die Seite natürlich, dann verfackelt man sich die Haare ab. Einen guten Schluck dazu. Und dann lässt man die ganze Geschichte ein bisschen brennen. Der Alkohol verdampft jetzt, der Zucker bleibt zurück und der Geschmack ist auch komplett da. In der Kombination mit der Butter und dem Alkohol und den Zwiebeln und dem Fett und allem, was dazu ist, ist es. Früher mochte ich das, wenn die Zwiebel noch wesentlich dunkler war, weil sie dann komplett weich ist. Mittlerweile bin ich mehr der Fan, wenn ich noch ein ganz kleines bisschen Textur habe und die Zwiebel nicht ganz so dunkel ist. So, jetzt sind die Zwiebeln eigentlich schon relativ fertig. Man kann sie ein bisschen auf die Seite schieben und dann klopfen wir uns die Spätzchen da rein. Und weil es danach dann alles relativ schnell geht, können wir auch schon direkt eine Pfanne aufstellen danach oder einen Topf. Oder eine Ofenform. Danke. Der Ofenform. Und dann kann man das natürlich nachher noch im Backofen reinschieben, wenn man darauf Bock hat. Ich mag es aber lieber, wenn die dann kurz noch in die Pfanne kommen. Ein kleiner Esslöffel von den Zwiebeln dazu. Die Dinger werden durchgeschwenkt. Und dann kommt der Käse drauf und dann schmilzt das alles und dann ist das alles ziemlich lecker. Es gibt so extra Spätzlebrett her. Ich habe leider kein Spätzlebrett, deswegen nehme ich einfach so einen Teigschaber und ein Holzbrett. Es muss ein Holzbrett eigentlich sein, weil der Teig einfach sich besser abziehen lässt. Und man macht das Brett dann auch am Anfang ein bisschen nass, dass der Teig da auch nicht festklebt. Wichtig ist, dass das Wasser im Topf einmal richtig aufgekocht hat. Und dann können die Spätzle da drin richtig schön ziehen. Dann nehme ich den Teig, mache ein bisschen hier auf das Brett drauf. Der ist jetzt schon sehr dick. Und dann gehe ich hin und mache einfach eine Probe erstmal. Man geht hin, zieht quasi sich ein bisschen was vom Teig runter. Und je nachdem, wie viel man sich da runterzieht, wird das Spätzle halt ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner. Das ist meine erste Probe.
So sehen die Spätzle aus, wenn, ich sage jetzt mal, ein Spätzle-Profi-Schaber das macht. Und so sehen sie aus wie kleine Zimtkekse an Weihnachten. Aber ich mag die, wenn die so dick sind. Dicke Spätzle sind saugut. Vom Salz passt, von allen anderen Sachen passt es auch. Also kann man hergehen und kann das Brett reinstellen. Geht her, befeuchtet immer wieder mal ein bisschen den Teig. Und dann geht es eigentlich ganz schnell, dass man das Brett ein bisschen rausnimmt und sich immer wieder was vom Teig abschabt. Und so geht man hin und macht sich da seine Spätzle. Wenn man so wenige Spätzle macht, dann kann man auch auf einmal alle in den Topf machen und sie dann zusammen ziehen lassen. Wenn man allerdings mehr Spätzle macht, sollte man die, nachdem sie dann gezogen sind, also nachdem die erste Fuhre fertig ist, sie rausnehmen und in Eiswasser legen. Dadurch garen sie nicht weiter und man hat dann nicht zu weiche Spätzle. Dadurch, dass ich das mit Vollkornmehl gemacht habe, sind die halt sehr dunkel. Klar, das Vollkornmehl, das hat auch ein bisschen mehr Bitterstoffe drin. Es ist auf jeden Fall ein intensiverer Teig, aber der Chili-Käse, der kann das auch gebrauchen, wenn da ein bisschen mehr Struktur dahinter ist. So, die Spätzle sind geschabt. Jetzt gehen wir ein bisschen her, haben unsere Gurken, tun da ein bisschen was von dem Essig drüber. Ein bisschen Öl. Ich würde euch aber auch empfehlen, große Kanister zu kaufen, weil es ist einfach billiger. Wie immer nur sich da einen halben Liter, weil Öl braucht man so oder so, kommt man nicht drum rum. Dann nehmen wir einen Löffel, rühren das alles schön rum. Salz ist ja schon dran, der Essig auch. Und dann haben wir hier den einfachsten Salat, den es überhaupt gibt, Gurkensalat. Und ich sag's euch, wenn man nur einen guten Essig hat und ein gutes Öl, dann braucht ein Gurkensalat auch nicht mehr. Die Pfanne ist heiß. Es langt. Wenn sie heiß ist, kann man sie ausmachen. Und dann geht das ruckzuck. Zwiebeln, Spätzle rein. Käse drauf. Ein Löffel von unseren Schmelzzwiebeln drüber. Dann sieht man schon, wie geil der Käse schmilzt, was er für Fäden zieht. Und dann kann man den direkt auf den Teller anrichten. Gerne dann auch einen schönen Klecks von den Schmelzzwiebeln oben drüber. Wenn man es schön machen will, geht man her. Macht noch ein, zwei Gurken oben drauf. Und dann hat man seine Schmelzzwiebeln, Käsespätzle, Gurkensalat. Ganz einfach. Also, dann probiere ich mal, oder? Soll ich mal probieren? Wenn man die Spätzle so probiert, aus dem Topf raus, könnte man meinen, dass sie ein bisschen fad sind. Und mit dem Käse zusammen ist es eine super würzige Geschichte. Und das Vollkornmehl ist wesentlich gesünder wie normales Weizenmehl. Das ist Weizenvollkorn, also
Es ist immer noch Weizenmehl, aber es ist trotzdem gesünder wie dieses komplett durchgesiebte Weizenmehl. Und deswegen würde ich euch einfach mal empfehlen, probiert es doch einfach aus, mal mit Vollkornmehl. Den Spätzle macht es absolut keinen Abbruch. Und der Gurkensalat dazu und die Zwiebeln, da hat man ein wundervolles Abendessen in ein paar Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und lasst gerne ein Like da, einen Daumen, wie auch immer. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es ausprobiert habt oder wenn ihr es nicht ausprobiert habt. Und passt bitte auf, beim Spätzleschaben, das Wasser ist heiß, man kann sie auf jeden Fall verbrennen, wie ihr es an meinen Fingern gesehen habt. Also, guten Appetit euch. Ciao, ciao.